Ja, also ich meine, für mich sind Schiffe, ich weiß natürlich, dass es nicht so ist, aber für mich ist es so, Schiffe leben. Wenn ich gesagt habe, ich will Seemann werden, dann haben die Leute gesagt, ja, nun stell dir das mal nicht so leicht vor, da bist du immer weit weg und das ist auch nicht mehr so doll mit den Häfen und mit den Liegezeiten und so, das geht heute ratzfatz, da siehst du gar nichts von der Welt. Und dann habe ich ganz kaltblütig geantwortet, ich will gar nichts von der Welt sehen, am liebsten wäre mir ein Hafenschlepper oder ein Lotsenboot oder ein Feuerschiff. Was ich wollte, war auf See sein und Schiffe sehen. Es geht um die Schönheit von Schiffen und das Schönste, wie man einem Schiff begegnen kann, ist in einer nahen Begegnung von Schiff zu Schiff. Meeting as a Tall Ships, du hat Jeff Rotal gesungen. Und es läuft einem ein kalter Schauer über den Rücken und die Leute winken. Und ich denke mir, das sind die großen Momente im Leben eines Mannes, beziehungsweise in meinem Leben. Die Leute lieben Schiffe, die sie in ihrer Kindheit kennengelernt haben. Das sind die Schiffe, wo ihre Fantasie mit auf die Reise gegangen ist. Und die Modelle, die ich nachbaue, es ist eine Hommage an das Schiff, das ist eine Liebeserklärung und vermittels des Modells, eines guten Modells, kann ich vielleicht ausdrücken, was mich an dem Schiff so begeistert und fasziniert. Wenn man auf eine alte Kungsholm geht oder heute eben Mona Lisa, da bekommt man etwas, das ist individuell und dass man wirklich eine Erfahrung macht, die man gerade aufgrund des Verschwindens dieser Schiffe in wenigen Jahren nirgendwo mehr wird machen können. Einen wunderschönen sonnigen guten Tag, liebe Gäste. Hier spricht Ihr Andrei live von der Brücke mit den besten Grüßen der Offiziere, die hier auf das sonnige Meer gucken. Ein Meer, das sich bei 14 Grad Tagestemperatur, Außentemperatur ruhig präsentiert und somit die perfekte Bühne bildet für unser heutiges Programm auf See. Ich habe Glück, ich habe großes Glück, ich darf das tun, was ich möchte. Ich werde morgens wach, sehe das Meer, habe hier auf dem Schiff mein Hotel, mein Restaurant, mein Theater, meine Freunde, meine Familie. Ich reise ja auch für andere Unternehmen auf Flugreisen durch die Welt oder mit dem Zirkus auf Tournee. Ich bin da zu Hause, wo ich gerade bin. Es ist bereits unsere fünfte Nordlandkreuzfahrt in diesem Jahr und die zweite Tour nach Spitzbergen. Wieder einmal versuchen wir, die Neugierde und Begeisterung wachzurufen, mit der jeder von uns auch einmal seine allererste Reise ins Land der Mitternachtssonne begonnen hatte. Wir, das sind die 340 Menschen aus 17 Nationen an Bord der MS Mona Lisa, deren Aufgabe es sein wird, während der nächsten 15 Tage mit ihrem ganzen Engagement und Können den immerhin 750 Passagieren rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. Ganz unten im Bauch des Schiffes sitzt Juliana Tschukowska aus der Ukraine. Sie ist eigentlich von Beruf Diplom-Architektin, arbeitet aber seit einigen Jahren als Schneiderin an Bord bei uns. It's my really my village, Kroatien. Sometimes when I sit down home 3 months, in the end of 3 months I began miss my friends on the ship. You see so many international people here, so many Indonesian, Philippine, Ukraine, Romania, Hungary, Greek, Russian, so many people. It's one family. It's really one family. It's like small model of the world. But we have not war. We have not financial crisis. We have not religion problem here. We have not nothing. We have like a mirror of the world, but pink mirror. Der Deutsche ist ein extrem emotionaler Mensch. Vor allen Dingen die Generation, die wir hier an Bord haben.
Das sind Menschen, die haben zum größten Teil den Krieg erlebt, den Wiederaufbau erlebt. Das sind Ehen, die sind in schlimmen Tagen gefestigt worden. Das sind Leute, die haben noch gewisse, sag mal, Tugenden, die uns heute oftmals abgehen. Wenn ich mir Deutschland auf die Entfernung angucke, ohne es schlecht machen zu wollen, kann ich nur sagen, wie sich der Durchschnitt manchmal darstellt. Jeder weiß, wer mit wem ins Bett geht, jeder rennt halbnackt und gepierst durch die Gegend. Dann weiß ich nicht so richtig, worauf man da stolz ist. Und diese Menschen, denen geht's ähnlich. Und die finden hier auf diesem Schiff einfach sehr viel von dem, was sie in ihrem Leben auch für ihre Kinder, Enkelkinder untereinander an Solidarität, an Menschenliebe empfunden haben, finden die hier wieder. Also ich weiß noch, als ich vor einigen Jahren angeheuert habe bei dieser Firma, da wurde mir gesagt, ich brauche einen Kreuzfahrtdirektor, keinen Zirkusdirektor. Da hat man auch nicht begriffen, dass das beide zusammenhängen kann. Das sieht die Reederei erst jetzt, wo wir die Zirkus auf See-Show präsentieren. Aber dann dein Schwerpunkt genau auf den Schoß fokussiert ist, dann ist es eigentlich logisch, dass du dich darauf spezialisierst und das immer weiter ausbaust. Und das ist letztendlich in den letzten 3 Jahren das Erfolgskonzept von diesem Schiff geworden. Und seitdem sich das behauptet hat und bewahrheitet hat und vom Publikum mit stehenden Ovationen abgefeiert wird, eben die andere, etwas andere Art der Show, lässt man mich auch. Nirgendwo können die großen Schiffe so nah am Stadtzentrum anlegen wie in Stavanger. Unzählige Male war die Mona Lisa im Laufe ihrer wechselhaften 44-jährigen Dienstzeit hier zu Gast. Heute ist ein besonderer Tag im Hafen von Stavanger, denn hier liegen 2 Passagierschiffe, deren baldige Außerdienststellung das Ende einer Ära der traditionellen Passagierschifffahrt einläuten wird. Das sind zu meiner Rechten die Saga Rose, 1965 für die norwegischen Amerika-Linien in Dienst gestellt. Und dahinter mit dem weißen Rumpf die Mona Lisa, 1966 für die schwedischen Amerika-Linien gebaut. Nummer 2. Ja, Boot Nummer 1 ist Bus Nummer 1 und 2. Und Boot 2 ist 3 und 4. Ich war 21 Jahre lang tätig in einem Betonwerk. Und es war wirklich für mich persönlich so eine Art Midlife-Crisis. Ich war um die 40 und habe gedacht, oh Gott, das musst du jetzt so lange machen, bis du das Rentenalter erreicht hast, wohlmöglich bis knapp an die 70. Will ich das noch? Oder will ich wirklich mal was Neues noch mal anfangen? So lernte ich dann irgendwann André Belinsky auf einer meiner Reisen kennen. Und ehe ich mich versah, war ich auf meinem ersten Kreuzfahrtschiff auf der Azur. Dort bin ich dann für 3 Wochen geblieben. Und nach diesen 3 Wochen hatte ich mich entschlossen, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann werde ich kündigen und ich werde noch mal ein neues Berufsleben beginnen. Ich glaube, was wir hier völlig anders machen, ist die Form der Ausschiffung für den Landgang. Das heißt, die Gäste nicht lange warten lassen, keine großen Menschenansammlungen zu haben, sondern eben dem Gast das Ticket auf die Kabine zu geben. Und mein Ausflug kann, denke ich mal, wesentlich entspannter beginnen, als wenn ich vorher eine Stunde oder noch länger dort irgendwo in einer Showlounge gewartet habe.
Bereits im 10. Jahrhundert wurde das Bistum Stavanger gegründet. Die kleinstädtische Idylle der ganz aus Holz gebauten Altstadt soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Stavanger heute mit über 120.000 Einwohnern das bedeutendste Zentrum der norwegischen Ölindustrie geworden ist. Es ist eines der ältesten Bauwerke Norwegens, vielleicht auch, weil es aus Stein gebaut wurde. Der mittelalterliche Dom aus dem Jahre 1120 hat die mehrfach vollständige Zerstörung der Stadt durch verheerende Brände überlebt. Mit einer Geschwindigkeit von fast 70 Stundenkilometern fliegt das Schnellboot mit Passagieren der Mona Lisa über das Wasser zum Lysefjord. Dieser 40 Kilometer weit ins Festland reichende Meeresarm ist mit seiner Tiefe von 500 Metern einer der steilsten Fjorde des Landes. Gewässer um Norwegen im Sommer normalerweise ruhig zu befahren sind, hat es uns heute dann doch erwischt. Mit Windstärke 8 bläst uns ein stürmischer Wind um die Nase. Doch das Mittagessen schwappt deshalb nicht über den Rand des Kochtopfes und das Küchenpersonal tief im Bauch des Schiffes merkt davon so gut wie gar nichts. Grund dafür ist die sehr gute Seetüchtigkeit der Mona Lisa mit ihren fast 9 Metern Tiefgang. Uschi ist die Bewegungen des Schiffes längst gewohnt. Sie hat die Mona Lisa zu ihrem zweiten Wohnsitz gewählt, verbringt einen großen Teil des Jahres als Dauerpassagier auf dem Schiff und ist inzwischen zu einem festen Bestandteil des Bordlebens geworden. Ja, und dann habe ich gedacht, so, meine liebe Uschi, jetzt mach was aus deinem Leben, reise. Und dann ging diese Kreuzfahrt los. Es war einfach das Schönste, man hat sein Hotel immer dabei, macht die wunderbaren Ausflüge, hat eine wunderbare Unterhaltung, ja, ein köstliches Essen. Die Mona Lisa ist eine weiße Lady, die manchmal quietscht und kracht und so weiter. Aber sie hat einen unwahrscheinlichen Charme, genau wie ich. Es passt so gut zusammen. Uschi leitete früher mit ihrem Mann ein erfolgreiches Unternehmen. Auf der Suche nach einer neuen Aufgabe hat sie dann nach seinem Tod eine schicke Diskothek eröffnet. Für die volljährigen Altersgruppen, so ab 60, sagt sie. Nach einiger Zeit hat sie das gutgehende Tanzlokal wieder verkauft und sich im Alter von über 70 Jahren entschlossen, während der Sommermonate auf die Mona Lisa zu gehen. Zu Hause hat man den Alltag. Ich habe gesagt, hier ist immer Sonntag. Man vergisst auch Zeit und Raum. Man geht abends spät zu Tisch. Ich habe die zweite Tischzeit. Dann geht man um 22 Uhr zur Show. Dann ist rasch 12 Uhr. Ja, dann trinkt man dann so einen kleinen Absacker. Und wenn Freunde zusammenstehen, kann schnell 3 Uhr werden. Es ist so schön hier. Und weil das so ist, habe ich mich entschlossen,
auch etwas dafür zu tun. Ich habe beim Seefahrtamt in Hamburg ein Seminar absolviert, sodass ich im Notfall auch helfen kann, den Passagieren helfen kann. Ich betreue Alleinreisende. Und wenn jemand ein bisschen behindert ist, ich helfe ihnen in den Bussen. Ja, und mache so ein paar Stunden mit diesen älteren Leuten, dass sie sich kennenlernen. Und das klappt fantastisch. Ich bin vom Passagier zu einer Hostess hochgestiegen. Und das in meinem Alter. Da kann man ja überglücklich sein. Passagiere wie Uschi fühlen sich offensichtlich wohl in einer Umgebung, die sie an frühere Zeiten erinnert, auf einem Schiff, das mit ihnen in Würde gealtert ist. Ja, hier sitze ich jetzt auf einem Stück britischen Bodens, wenn man so will, denn diese wunderschöne Bibliothek ist von einem englischen Architekten, Geoffrey Tapp von Tapp & Hazlehurst, gestaltet worden. Auch hier in der Bibliothek angrenzenden Club Lounge kann man noch unheimlich viel vom ursprünglichen Charme des Schiffes erkennen. Ein weiterer Raum, der über die gesamte Dienstzeit des Schiffes sicherlich sehr beliebt gewesen ist, war die Starlight Lounge, wie der Raum heute heißt, oder Club Lounge, wie er bei Indienststellung des Schiffes hieß. Hier hat man den Raum wirklich gekonnt in das Schiff eingepasst, in seiner hohen Lage unter der Brücke. Die großen Fenster auf meiner Rückseite überschauen den Bug und damit dann auch die See. Man kann hier herrliche Stunden der Muße verbringen. Zweitgrößte Stadt Norwegens nimmt für sich mit fast 250 Regentagen im Jahr in Anspruch, die wasserreichste Großstadt Europas zu sein. Bis hierher reichte der mächtige Einfluss der norddeutschen Hanse im Mittelalter. Der historische Stadtteil Brüggen oder Tyskebrüggen, übersetzt Deutscher Kai, war bis Ende des 18. Jahrhunderts ein Handelskontor und Umschlagplatz der Vereinigung Niederdeutscher Kaufleute. Mehrmals im Lauf der Geschichte wurden fast alle hölzernen Gebäude durch verheerende Stadtbrände völlig vernichtet, um anschließend immer wieder originalgetreu aufgebaut zu werden. Dies führte letztendlich dazu, dass die Stadt ab 1916 den Bau von Holzhäusern nicht mehr gestattete. Rust never sleeps. Der Rost schläft nie, sagen die britischen Seeleute. Bei jedem Hafenaufenthalt wird der Anstrich der Mona Lisa nachgebessert, werden Reparaturen ausgeführt und das Schiff optisch und technisch überholt. Ein über 40 Jahre alter Oldtimer wie die ehemalige Kungsholm bedarf naturgemäß einer intensiveren Wartung, wie die ästhetisch gewöhnungsbedürftigen, ganz auf Wirtschaftlichkeit konzipierten schwimmenden Hotelkomplexe der neuen Generation. Ja, wenn man jetzt hier so sitzt und die Kungsholm, wie die Mona Lisa bei ihrer Ablieferung hieß, ansieht, dann muss eigentlich auch demjenigen, der sich nicht besonders für Schiffe, Schifffahrt oder deren Gestaltung interessiert, der Verdacht aufdämmern, dass es sich hier um ein außergewöhnlich schönes Schiff handelt, um ein außergewöhnlich gut gestaltetes, wohlproportioniertes Schiff. Und man kann durchaus sagen, dass die Gestaltung der Kungsholm Mona Lisa 1966 eher rückwärtsgewandt war, aber im Inneren von den Funktionsabläufen her war sie ein ausgesprochen modernes Schiff, was übrigens auch dadurch bewiesen ist, dass wir heute im Jahr 2009 hier sitzen und das Schiff noch immer da ist, obwohl im Inneren nicht allzu viel verändert worden ist. Sie war wirklich das Schiff, das viele Shiplover und Schiffbauer in aller Welt heute noch als das vielleicht schönste je gebaute Passagierschiff ansehen. Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts wollte die damalige Reederei, die Schweden-Amerika-Linie, noch einmal ein kompromissloses Passagierschiff bauen.
Es war die zu Ende gehende Zeit der sogenannten State Ships, der nationalen Prestigeobjekte, die auf den Weltmeeren die Kultur und die technologischen Errungenschaften ihres jeweiligen Landes repräsentieren sollten. Ihre Inneneinrichtung war ganz im Stil der 60er Jahre ein Symbol für Fortschritt und wirtschaftlichen Aufschwung. Zu dieser Zeit war die Kungsholm das schwimmende Aushängeschild für schwedischen Qualitätsanspruch, sowohl in ästhetisch-technischer Hinsicht wie auch bezüglich des perfekten Service. 10 Jahre lang war die Kungsholm für ein zahlungskräftiges Publikum eine der besten Adressen für eine außergewöhnliche Kreuzfahrt. Im Jahre 1975 kam die Ölkrise. Die Kungsholm musste verkauft werden und wurde schließlich nach weiteren 3 Jahren auf der Bremer Vulkanwerft umgebaut. Der vordere Schornstein wurde entfernt, der hintere verlängert und zusätzliche Kabinen wurden eingebaut. Die Kungsholm erhielt nun den Namen Sea Princess und fuhr die nächsten 24 Jahre als Kreuzfahrtschiff unter englischer Flagge. Im Jahr 2002 begeisterte sich der Reiseveranstalter Herbert Färvers für das Schiff, taufte es kurzerhand auf den Namen des berühmtesten Porträts der Welt und verhalf der Weißen Lady damit zu einem unverhofft überaus erfolgreichen Comeback. Wir haben 340 Mitarbeiter an Bord. Da kennst du jeden Namen, du kennst auch jede Geschichte. Ich weiß genau, was auf meinem Schiff passiert, wer unglücklich ist, wer weint, wer mit wem gerade unglücklich oder glücklich verliebt ist. Ich kenne die meisten Geschichten der Heimat und das macht verantwortlich. Die tun ja auch für mich nicht die Dinge, weil sie für den Kreuzfahrtdirektor zu machen sind, sondern weil sie die Wichtigkeit ihrer Aufgabe verstehen, weil sie sich wichtig und ernst genommen fühlen, weil sie gerne zum Gesamtbild beitragen möchten, auch aus der Freundschaft heraus. Das ist die beste Motivation. Meine Relationen mit André sind sehr gut. Ich glaube, sie sind von den Besten. Ja? Darum wie beide alte Freunde. Wenn ich brauche etwas, ich gehe sofort bei André und er macht mich glücklich. Sagt, okay, Konstantin, das und das und das, alles wunderbar. Wenn André ist in Mona Lisa, ich komme sofort zum Arbeiten in Mona Lisa. Aber nicht nur wegen, ja, aber wenn André ist hier, viele Leute sind froh, ja, das macht Freude. Immer freundlich zu sein und immer lächeln, das ist Hauptsache, lächeln. Schön zu schauen, ja, nicht böse, ja, das ist Augen, das ist Körpersprache, ja, das ist Physiognomie, ja, das ist ihr Gesichtssprache, das ist alles. Und das ist Hauptsache im Service, ist genauso wie in einem Arbeitsplatz. Morgen früh gibt es 2 verschiedene Leute, einer kommt und sagt, guten Morgen, meine liebe Kollegen. Wie geht's? Hast du gut geschlafen? Haben Sie alles? Was hast du gestern gemacht? Und kommt die andere und sagt, guten Morgen. Ja. Hier ist genauso. Manche Passagiere so kommen oder manche, ja, manche so, aber du musst immer lächeln. Du musst immer, ja. Darum, man lächeln und das ist genug. Das ist eine Schauspielung. Wir haben unsere Arena. Ja, das ist unsere Arena. Und manchmal ich sage, I love my game, I love this game. Ja? Waren schön, alle sind zufrieden. Ja? Das ist ein schönes Spiel. Auf meinen Schiffen gibt es prinzipiell gar keine Hierarchie. Ich finde es absolut überflüssig und albern, mit Streifen und Positionen zu protzen und seinen Standpunkt klarzumachen. Wer seinen Job kann, der braucht gewisse Dinge nicht und hat seine Akzeptanz trotzdem. Der Weg der sozialen Führung ist mit Sicherheit der längere, der auch erfordert, dass man sich selber ernst, aber nicht zu wichtig nimmt. Dass man auch mal selber, ich sage immer, die Größe liegt auch im Vergeben. Dass man als Teamplayer agiert und nicht als Teamleader. Aber das, was man zurückbekommt, gerade bei den Menschen aus Asien, aus Ägypten, bei diesen vielen Menschen, die wir hier an Bord haben, ist unglaublich und unbezahlbar. Ja, klar, klar, klar. Na, oder?
Und wir sollten einfach mal drüber nachdenken, dass jeder Mensch eines gemeinsam hat. Nämlich das ist der Wunsch nach Anerkennung und Liebe. Und wenn man das gibt, kriegt man das zurück und dann brauchst du keine großen Führungsseminare mehr. Es war einmal ein Kaiser. Der liebte die nordische Landschaft so sehr, dass er beschloss, in seinem Sommerurlaub nur noch zu den Fjorden Norwegens zu fahren. Und so verbrachte er dann insgesamt mehr als 4 Jahre auf seiner bescheidenen Partyjacht zwischen romantischen Wasserfällen und er freute sich an dem Umstand, dass er einer der ersten Touristen war in dem Land der Trolle. Dänemark hat Strände, Finnland Seengebiete, Schweden die Schären, das ultimative Fjordland aber heißt Norwegen. Nirgendwo anders weisen die Meeresarme derart verwegene Formen auf. Schon beim ersten Blick auf den Geiranger wird klar, warum er 2005 in die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenommen wurde. Das ist jetzt so eine Night to Remember, eine Nacht, sich zu erinnern, was übrigens der Titel eines Buches über die Titanic war. Mich erinnert es an eine Geschichte, die mir einer der letzten Kapitäne dieses Schiffes, also der ehemaligen Kungsholm, erzählt hat, Lars Erik Granqvist. Das war auf einer Kreuzfahrt in der Ostsee 1970 oder 71, an einem wunderschönen Sommertag, kein Wind,
Blauer Himmel, perfekte Konditionen. Man wartete auf die Erlaubnis zur Hafeneinfahrt nach Helsinki. Und Kapitän Granqvist hat sich schlafen gelegt, was er als Freigänger tun konnte. Und ist davon erwacht, dass heftige Windböen Regen gegen seine Fensterscheiben prasseln ließ. Er ist dann sofort auf die Brücke hoch und stellte fest, dass sich dort niemand befand. Dann hat er ganz schnell unten in den Maschinenraum angerufen und hatte das große Glück, dass der Chief gerade seine Familie an Bord hatte und der dort sein Wirkungsreich zeigte. Und dieser Mann hat es wohl geschafft, innerhalb weniger Minuten beide Maschinen zum Laufen zu kriegen. Und Kapitän Granqvist hat dann himself das Schiff zurück in die Fahrrinne gesteuert, wo der Anker dann wieder hielt. Denn in dem Moment, wo er dort war, hörte der Regen auf, hörte der Wind auf und alles war wieder wie zuvor. Und gleich darauf kam dann auch der Lotse und fragte, wie das so üblich ist. Hello, Captain, is everything okay? Und Kapitän Granqvist antwortete mit dem breitesten Lächeln, yes, everything is okay. So ist die Kungsholm knapp einer Strandung entgangen. I come from Romania. My name is Christian, and I've been working on ships since, it sounds like an eternity, but it's 7 years. Eis ohne Strand, im Osten lachten. We had a national contest, and we had to sing something, to imitate somebody. And I had no education in music. And I got in a final in a big context TV back in my country. And I was imitating Louis Armstrong, you know, the black guy with this thing. And I did this, I see trees of green. And I got in the final, but I didn't earn anything. But I got on the sixth place from 120 people or something. And then I knew people and which worked on the ship, and they helped me to get on the ship because they said, this is the way, this is an opportunity to improve yourself. Not only as voice, but on stage also, because it's not enough only to sing and dance. You have to give the people more. As we are entertainers. We're not singers and dancers. We are entertainers, because we entertain people. Also wenn wir bei den Musical-Shows anfangen, dann muss man wissen, dass mein Ballett und meine Sänger überwiegend aus Rumänien oder aus der Ukraine kommen. Das sind Leute, die von dem Standard und von dem Anspruch des Europäers oder des Amerikaners überhaupt nichts wissen. Die wussten noch nicht mal, wer Andrew Lloyd Webber ist oder John Travolta. Die haben es bis in die Ukraine noch nicht geschafft. Und wenn man sich mit den Leuten hinsetzt, denen quasi Nachhilfeunterricht gibt, mit ihnen Shows besucht, wir waren in New York zum Beispiel am Broadway, ihnen erklärt, wer hat was geschrieben, was sind die Inhalte,
Inhalte der Shows, dann werden die sehr hungrig und neugierig, das selber umzusetzen. Es ist also eine Art von Teamwork, die zwar sehr lange dauert, das, was wir heute auf die Bühne bringen, hat einen Vorlauf von fast 3,5 Jahren mit einem festen Team, was ich da etabliert habe. Das Zweite sind die Artisten, die ich seit frühester Kindheit kenne. Das macht auch so das Familiäre, das Improvisatorische aus. Und so mischen sich die ukrainischen Tänzer mit den deutschen Artisten. Und ich lasse sie auch in Teilbereichen selbst agieren, dass sie selber ihre eigenen Ideen umsetzen. Denn der Künstler auf der Bühne muss sich mit dem wohlfühlen, was er tut. Und das merkt dann das Publikum. And I like it very much, because if you give something good for the people, they will return it, you know, twice or three times more. It's completely different. Here we don't have some duties, we have hostess. We came here and we know that we have to just make up, to dance, we smile, we're happy. We have to be happy, we have to look like happy, not. We have to also feel inside that we are happy and we want to dance, not like just smile and that's all. So atmosphere is more important, very important for a dancer, for anybody, I think. I wish, yes, to come here again. Ich gucke so morgens und gegen 6 gehe ich meistens einmal, wenn noch keine Gäste da sind, mal auf Giebel, denk mal ein bisschen frische Luft atmen, frische Seeluft. Das hilft dann schon, wenn man nochmal wach zu werden. Das Ansehen des Bäckers ist viel besser wie am Land. Und war es heute hier, morgen da, man sieht wirklich was von der Welt. Wenn man mal Zeit hat, hier rauszugehen, ist schon wirklich ein Programm. Heute Norwegen, morgen Russland, übermorgen. Ja. Estland, dann wieder zurück in Deutschland. Das ist schon sehr toll. Tagesbeginn auf See. Während Frühaufsteher ihre ersten Brötchen mit Marmelade bestreichen, erteilt Bordfahrer Rainer Berndt den Segen in der Showlounge. Der 12-jährige Martin absolviert sein persönliches Fitnessprogramm, während andere bestrebt sind, ihr Seelenheil zu konditionieren. Das Hallenbad der Mona Lisa ist für jeden Morgen Treffpunkt der beiden Freunde Klaus und Ingo. Derweil steckt Kapitän Dionysos Seferlis den neuen Kurs mit Ziel Spitzbergen ab. Yeah, can you please tell him when you see him to call the bridge? Yeah, there's no problem. But just send me the right. My duties on the ship is to make sure that the guests are satisfied. So you always work on the estimation. You can never be precise on any item. All the cruises are different. Sometimes you go more on a chicken throughout the cruise, and you cannot predict the same for the next cruise. Yes. It's frozen item. We can have food for about 18 days, 18 days cruise. Yeah, potatoes, we ordered 2,600 kilos for 7 days because guests and crew, and Germans are potato lovers. And we have to have always potatoes, breakfast, lunch and dinner. It's around 1,260 kilos of beef, for instance. So everything is controlled by a system. We have a system that each item taking out from the store has to be controlled. So we always know how much we have left, we know how much we spend, and we can order accordingly what we have in stock still. I started from the low positions,
up to growing step by step, climbing the ladder until my position now. Because once you start on a ship, you cannot just start straight away as a such position. You have to work in all different areas to see and to go through and climb the ladder to get the position that it is. I work at different companies, much bigger than Mona Lisa. I work with 3,500 guests plus 1,300 crew. And after so many years working on the ships, I decided to work on the ship again, not on the box. Auf den modernen Schiffen kaum noch gepflegt. Das traditionelle Captain's Dinner. Das Fünfgänge-Menü verursacht regelmäßigen Stress in der Küche. Vom ohrenbetäubenden Herzschlag der 25.000 PS tief im Keller des Schiffes spüren die Passagiere auf den oberen Decks nur ein leichtes Vibrieren. Und während im Maschinenraum die Ingenieure dafür sorgen, dass die 28.000 Tonnen schwere schwimmende Stadt sich mit 35 Stundenkilometer stetig vorwärts bewegt, mixt Barkeeper Mustafa bereits den nächsten Cocktail. Ist nicht wahr. Ja, ist sehr wohl wahr. Was bist du denn für einer? Hm? Ich? Ja. Ich bin ein Künstler. So ein kleiner Leo da Vinci. Hm? Nein, ein Bühnenkünstler. Ach nee. Ja. So eine Art Karl Dall. Die Mona Lisa besitzt noch ein richtiges Kino, Relikt aus einer Zeit vor Internet und Bordfernsehen. Spitzbergen, das Ziel dieser Reise und letzte Station vor dem Nordpol, war oft der illustre Schauplatz für Expeditionen und abenteuerliche Unternehmungen. Im Jahre 1926 gelang dem norwegischen Antarktispionier Amundsen von New Aalesund aus die erste erfolgreiche Polarüberquerung mit dem Luftschiff Norge. Zwei Jahre später wollte der italienische General und Luftschiffbauer Nobili dasselbe für sein Heimatland wiederholen. Doch das Unternehmen misslang und endete mit einer Katastrophe und mit einer der größten Rettungsaktionen der Geschichte, bei der auch der berühmte Roald Amundsen ums Leben kam. Dichter Nebel zwingt am nächsten Morgen zu verminderter Fahrgeschwindigkeit. Die Wetterbedingungen in diesen Breitengraden sind unberechenbar. Kein Kapitän fühlt sich wohl ohne Sicht und umgeben von der ständigen Gefahr, mit Eisbergen zu kollidieren. 2003 lief die Mona Lisa bereits einmal bei Spitzbergen auf Grund und beschädigte dabei ihre Schrauben. Doch dann taucht sie aus dem Nebel, die nördlichste und letzte menschliche Siedlung vor dem großen Eis. Die Schneedecke hat sich vorübergehend während des sehr kurzen Sommers zurückgezogen und hinterlässt eine ungastliche Mondlandschaft. Nur wenige Seevögel zieht es in diese lebensfeindlichen Zonen.
Über 80 Jahre ist es her, seit das unglückselige Luftschiff Italia von diesem Ankermast aus in die endlosen Weiten der Arktis entschwunden ist. Relikte aus einer Zeit, als hier noch Kohle gefördert wurde, rosten langsam vor sich hin und die Büste von Amundsen hält Wache vor dem nördlichsten Hotel der Welt. Internationale wissenschaftliche Stationen und Ländervertretungen versammeln sich hier am Ende der Welt mit ihren unterschiedlichsten Interessen. Und während unter der globalen Klimaveränderung das ewige Eis langsam dahinschmilzt, erreicht die Mona Lisa das Ziel einer ihrer letzten Reisen in der langen und wechselvollen Geschichte eines ungewöhnlichen Schiffes. Ich möchte gerne, wenn die Mona Lisa mal nicht mehr fährt, ein ähnliches, älteres, kleines Schiff führen mit meinem sozialen Gedanken. Ansonsten möchte ich eigentlich die Situation, wie sie jetzt ist, möglichst lange weiterleben und nicht verändern. Ja, the show must go on.